berufliche Schule H20 Bramfelder See in Hamburg. Die Teilnehmer des Theaterkurses sind Gewinner des Integrationswettbewerbs Alle Kids sind VIPs. Vergeben wird der Preis von der Bertelsmann Stiftung. Wir erwarten gleich Susan Sideropoulos zum Frühstück. Susan Sideropoulos kommt als Belohnung einen Tag in die Schule. Die Schauspielerin wird die Schüler coachen. Von dem Besuch von Susan erwarten wir uns zum einen, dass sie uns hilft bei unserer eigenen Theaterarbeit, uns Tipps und Tricks geben kann, wie wir unser Theaterstück noch verfeinern können. Das Stück behandelt das Thema des Israel-Palästina-Konflikts und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, zwei Seiten des Konflikts zu zeigen. Einmal das Leben der Jugendlichen. Denk daran, wo du herkommst! Und zum anderen das Leben der Soldaten auf israelischer Seite. Kein Sprengstoff! Ausgangssperre! Keine Einkäufe! Keine Schule! Keine medizinische Versorgung! Und Nachbarn sind natürlich auch tabu! Ihr seid alle total präsent und man konnte alles sehr gut verstehen. Klar, wenn jetzt irgendwas passiert, dann müsst ihr natürlich schon aufpassen gleich, dass man nicht rauskommt. Und weil es einfach gerade bei so einem Stück total schade ist, weil man wird so schnell rausgerissen. Das Engagement für Integration und als Botschafterin bei der Bertelsmann Stiftung ist für die Schauspielerin selbstverständlich. Susan Sideropoulos kommt aus einer Multikulti-Familie. Ihre Mutter und ihr Mann sind in Israel geboren, ihr Vater in Griechenland. Ich glaube, wir können jetzt was bewegen und ich möchte, dass es besser wird. Also, dass wir alle einheitlich leben können und dass wir diese ganze Vielfalt als was Positives nutzen können. Ja, ich finde schon, dass Stars wie Susan eine gewisse Vorbildfunktion haben, die sie einnehmen innerhalb der Gesellschaft. Weil ich finde, Menschen mit Migrationshintergrund brauchen Personen in ihrem Leben, zu denen sie in erster Linie auch aufsehen können und sagen können, okay, diese Person hat es geschafft. Das gibt einem starke Motivationskraft, diese Ziele auch zu verwirklichen und an seinen großen Traum halt zu glauben. Was haben Sie mit dir gemacht? Rund die Hälfte der Schauspieler haben Wurzeln in Ländern, in denen Armut und Krieg zum Alltag gehören. Während der Theaterarbeit haben sie Einblicke bekommen in die Lebensgeschichten der Mitspieler und so Verständnis füreinander entwickelt. Nach dem Theaterstück Talk mit Susan Sideropoulos auf der Bühne. Ich wünsche euch allen alles Gute für die Zukunft. Ich glaube, ihr seid alle jetzt quasi am Abschluss eurer Schule angelangt und jetzt geht's Leben los. Wir haben uns mit verschiedenen Themen beschäftigt, wie zum Beispiel Bildungspolitik, Integration und auch über Susans persönliche Karriere gesprochen. Verändern wird sich sicherlich das Selbstbewusstsein auch der Schüler. Das fängt ja schon an, dass die Schüler in dem Projekt selbst Selbstbewusstsein entwickeln. Ich finde, das ist eigentlich die größte Leistung auch der Schüler, das auf sich zu beziehen, sowohl auf der Bühne eine Haltung einzunehmen, als auch im alltäglichen Leben. Ganz viele neue Erfahrungen sammeln können, mit einer professionellen Schauspielerin mal zusammenzuarbeiten. Und ich fand es auch sehr angenehm, also dass sie so nah an uns dran war.